Am Wochenende wurde beim Cityfest in Wadenburg ordentlich gefeiert. Gestartet wurde allerdings mit etwas sehr Kreativem, dem Lichterumzug, zu dem sich die Teilnehmer etwas Besonderes haben einfallen lassen. Das Besondere ist und das Schöne ist, dass der Umzug erst um 22 Uhr startet und da ist es dunkel. Die Straßenbeleuchtung im Ort Wadenburg ist ausgeschaltet und der Ort wird quasi durch die teilnehmenden Wagen beleuchtet. Und das ist das Spannende. Das unterscheidet diesen Lichterumzug von allen anderen Umzügen, die es hier so in der Gegend gibt, die alle tagsüber sind. Die 35 teilnehmenden Gruppen auf den Straßen mangelte es nicht an Kreativität. Vom Traktor bis zum Fahrrad war alles dabei. Die Fahrzeuge in Szene zu setzen, ist dabei Ehrensache. Wir sind die Dienstagsfrauen und unser Motto ist ein Bus voller Bräute. Das kann man jetzt vielleicht nicht sehen, weil meine Freundin davor steht. Aber es war vor kurzem diese Sendung, ein Bus voller Bräute in Wadenburg. Und wir haben gesagt, das nehmen wir als Motto. Das ist lustig, das ist hell, das ist leuchtend. Wir haben einen richtig geilen Hänger, haben da schon 4 Jahre Arbeit reingesteckt, den alle zusammen gekauft. Sehr, sehr teuer gewesen, alle zusammen aufgebaut. Ja, ich hoffe, das wird eine geile Party heute hier. Und Mama, du bist einfach die Beste. Ich möchte dich einfach mal grüßen. Ich liebe dich. Tschüss! Auf den Wagen war die Stimmung ausgelassen. Sie heizten den Zaungästen am Straßenrand ordentlich ein. Und jedes Jahr wird es schriller und bunter. Wunderschön! Wie jedes Jahr, wunderschön! Sehr bunt! Ganz schön bunt! Spitze, super, und es wird jedes Jahr besser und es wird immer mehr aufgerüstet und wir sind das zweite Jahr dabei. Unser Junge hat auch einen Wagen mit seiner Clique aufgebaut und ich warte nur auf meinen Jungen und super Veranstaltung. Die rund 700 Teilnehmer erhellten die Innenstadt Wadenburgs noch bis in die späte Nacht hinein. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.